Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Windows 8.1 App-Test. Ich zeige euch heute Adera. Dies ist ein Spiel für Windows 8, Windows 8.1 und Windows RT. Und wo ihr dieses Spiel bekommen könnt, wisst ihr sicherlich schon, im Windows Store. Dort sucht ihr einfach nach Adera. Das Spiel an sich ist kostenlos, bietet aber kostenpflichtige Episoden an, die ihr noch zusätzlich dazu kaufen könnt und so viele andere Dinge eben auch. Es bietet Xbox Live Erfolge, es bietet diverse Medien wie Musik, Hintergründe und ein E-Book. Es bietet sogar eigene Hilfestellung und sowas, also das heißt, ihr seid gar nicht auf euch allein gestellt, wenn ihr in dem Spiel nicht weiterkommt. Und ja, dies ist ein Titel von Microsoft direkt, also das heißt, er genießt auch den vollen Support durch Microsoft. Es sind jetzt 5 Episoden erschienen, bis jetzt für die erste Staffel. Es soll wohl noch weitere Staffeln geben, aber da bleiben wir einfach mal gespannt, was da passieren wird. Ich habe mir die Collector's Edition gekauft, die kostet 12 Euro noch was und da sind wirklich alle Episoden mit inbegriffen. Wir gucken uns einfach erstmal um. Wir haben hier das Rampenlicht. Da wird eigentlich dieses E-Book gezeigt, was hier auch schon zu finden ist. Hier habt ihr die Staffelübersicht, also das heißt die ganzen Episoden. Die erste ist jetzt hier runtergeladen, der Rest noch nicht. Hier könnt ihr auch die erste Episode... Achso, nee, das ist jetzt gleich schon die letzte Episode. Die ist aber noch nicht heruntergeladen auf dem PC. Ich habe es nur auf dem Surface gespielt. Und ihr könnt hier eure Sammlung angucken. Also ich habe jetzt hier schon fast alles komplett, da ich das Spiel durchgespielt habe. Also es dauert auch eine ganze Zeit, bis das durchgespielt ist. Also ich hab rund 2 Tage dauerhaft dran gesessen. Und das lohnt auf jeden Fall den Kauf der anderen Episoden. Ja, hier habt ihr dann eure Erfolge ganz normal. Hier habt ihr dann eure Medien, wie ich bereits sagte. Und hier habt ihr eben die Hilfestellung, so kleine Tutorials. Okay, ja, es ist mit Xbox Live verbunden, ist ganz klar. Und hier oben habt ihr dann auch noch so einiges zur Auswahl. Könnt hier direkt zu den Episoden, zu den Sammlungen, Erfolgen, Medien und Hilfe gehen. Könnt aber mit einem Rechtsklick auch das Ganze so erledigen, auch mitten im Spiel. Okay, und wir starten einfach eben mal Episode 1. Nur mal eben so. Und warten ab. Genau, das ist auch schon der Ladebildschirm. Und wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind schon am Ende von Episode 1. Und irgendwie tut sich gerade gar nichts. Ach so, er lädt noch. Nee, er lädt gar nicht. Ja, da ist das Spiel auch aufgrund vieler Hintergrundaktivitäten schon abgestürzt. Das ist natürlich nicht so sehr praktisch. Okay, weswegen wir einfach mal auf Episoden gehen. Und dann mal eben Episode 1 nochmal spielen. Von vorne. Können dann natürlich den Schwierigkeitsgrad einstellen. Und dann schauen wir einfach mal. So, das Spiel wird geladen. Und belohnt euch natürlich gleich am Anfang schon mit schönen Zwischensequenzen. Also die sind auch liebevoll gerendert und ziemlich detailliert. Und es geht um die Geschichte des Opas, der Hauptprotagonistin. Und ihr seht quasi das Ende jetzt schon ganz am Anfang. Also ihr seht zumindest einen Teil von dem Ende schon. Ja. Damit startet eine jede Episode und endet auch mit diesem Adera-Bildschirm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es wirklich ein Spiel ist, was auf jedem Windows 8.1-System laufen soll, ist die Grafik super. Wir überspringen das Ganze einfach mal. Wie lange? Ihr könnt auch jede Meldung überspringen. Ihr könnt die Szenen erforschen. Also ihr seht halt auch,
was ihr da alles machen könnt. Ihr könnt den Bildschirm drehen. Das ist ein... Oh, Gegenstände finden. Okay. Anfangs werden euch die Meldungen noch auf dem Bildschirm angezeigt. Das unterbricht das Spiel mal ganz kurz. Ist aber nicht weiter schlimm. Ihr habt dann hier so Puzzleteile angezeigt, wo ihr dann bestimmte Dinge braucht, die ihr vielleicht auf der anderen Seite findet. Hier zum Beispiel dieses Brett brauchen wir später hierfür. Ach nee, gar nicht. Das Brett brauchen wir für was anderes. Und wie ich bereits sagte, das ist ein typisches Point-and-Click-Adventure und ist eigentlich ganz cool. Der Hubschrauber. Ich muss nach dem Absturz weggetaumelt sein. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel und wir überspringen das Ganze einfach mal, damit ich euch mal so ein bisschen was zeigen kann. Ich will ja nicht zu sehr spoilern. So. Aber dennoch muss ich euch ja so ein bisschen was davon zeigen. Und so kommt ihr dann halt auch immer zum nächsten Bildschirm. Ist halt wie die typischen Point-and-Click-Adventures. Ihr klickt ein bisschen rum, bis ihr was findet. Nicht aus, oder? Und... Hawk. Etwa so wie sonst auch. Gut, dass wir uns da einig sind. Ist das Eis? Wo? Am Hubschrauber und Seetang? Dein Kopf hat wohl was abbekommen. Ich sehe keinen. Oh. Irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. So, und so habt ihr natürlich die Möglichkeit, Dinge zu sammeln und ganz einfach auch Rätsel zu lösen. Hier müsst ihr zum Beispiel das Verbandszeug finden und in den Verbandskasten tun. Da gehört das hier dazu. Da gehört zum Beispiel auch... Na, wo haben wir es denn? Das dazu. Und eben auch Verbandszeug. So, dann habt ihr diesen Verbandskasten. Ja, und dann geht das eigentlich auch schon weiter. Ihr könnt über diese Taste, über diese Schaltfläche immer wieder zurück. Hier könnt ihr das Tagebuch öffnen. Dann wird alles vermerkt, was euch in der Geschichte bis jetzt passiert ist. Und das ist eigentlich so ganz cool, finde ich. So, wir machen jetzt aber nicht unbedingt weiter. Wir geben ihm noch den Verbandskasten. Hoffentlich blute ich nicht. Der Verbandskasten liegt hier irgendwo rum. Wow, viel besser. Ich könnte gleich wieder abstürzen. Wow, alles dreht sich. Hast du etwas Wasser? So, und jetzt müssten wir quasi Wasser suchen. Und das lassen wir jetzt aber erstmal sein. Ja, ihr bekommt natürlich auch Tipps. Vielleicht gibt es im Hubschrauber etwas Nützliches und dann wird euch das angezeigt, dass ihr den Hubschrauber anklicken könnt und dann habt ihr hier quasi so ein Suchbild, so eine Suchobjektszene. Da ist dann unter anderem das Fernglas, was wir brauchen. Dann haben wir hier irgendwo einen Hut. Wo haben wir es denn? Die Sonnenbrille. Nee, die nicht. Die Brechstange, die ist wichtig, die Weste hier nicht. Wenn ihr zu oft klickt, dann passiert das. Ihr habt erstmal eine gewisse Zeit, um erstmal zu warten, dass sich das Ganze erholt. So, Mehrzweckweste zum Beispiel. Wo ist die Mehrzweckweste? Wir schauen gleich einfach mal. Die liegt hier. Dann suchen wir die Feldflasche, die liegt hier auch irgendwo rum. Oh, wo haben wir sie denn? Gute Frage. Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen blind. Den Stiefel brauchen wir auf jeden Fall. Und wir klicken einfach mal so ein bisschen rum. Wir haben hier die Feldflasche. Ihr könnt auch ein bisschen rauszoomen, könnt ein bisschen reinzoomen, aber auch immer nur im gewissen Maß. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Fingersteuerung spielen. Das ist auch interessant hier. Es interagiert, also ihr könnt damit so ein bisschen interagieren mit den Dingen, die da zu sehen sind.
So, wo ist das Dromedar? Oder der Dromedar? Ach da! Zack, gefunden. Und dann werden die nützlichen Gegenstände werden rausgesucht. So habt ihr zum Beispiel gleich schon die Möglichkeit. Nein, ich glaube, ich muss später zurückkehren. Okay. Ja, das ist eigentlich auch schon so. Also ihr könnt, solltet halt überall gucken. Ihr findet überall irgendetwas. Und so ist es zum Beispiel hier so. Da unten findet ihr zum Beispiel einen Skorpion. Da bewegt sich etwas. Der Spalt ist zu eng, um es zu erreichen. Und so weiter. Ihr könnt hier ein bisschen Wasser abschöpfen. Zack, habt da auch gleich ein Drahtseil, habt da einen Schlüssel, den braucht ihr später. Hier wird euch jetzt angezeigt, dass ihr da interagieren könnt. Hier habt ihr Gewichte, die braucht ihr später, den Sechskantstein braucht ihr später. Also ihr könnt relativ schnell viele, viele Gegenstände sammeln. Hier braucht ihr auch was Bestimmtes. Ist eigentlich ganz interessant. Ja, und ihr könnt das Ganze natürlich auch jederzeit pausieren. Es wird gespeichert und es wird sogar auf jedem Windows 8, Windows 8.1 Gerät, was ihr besitzt, synchronisiert. Also das heißt, wenn ihr einen Surface habt, wird das Ganze auch da synchronisiert und da habt ihr dann auch denselben Fortschritt. Okay, ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel so ein bisschen schmackhaft machen. Ihr könnt die einzelnen Episoden, das wollte ich euch nochmal sagen, wenn ihr Windows 8.1 besitzt, könnt ihr die Episoden auch mit Microsoft-Guthaben bezahlen. Also das heißt, ihr kauft euch mal einfach Microsoft-Guthabenkarten oder Microsoft Points. Dann könnt ihr euch diese einzelnen Episoden oder eben die ganze Collectors Edition kaufen. Und ich finde dafür 12 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Okay, ich bedanke mich fürs Reinschauen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal schon wieder dabei seid. Bis dahin, tschüssi.